Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Surfscope macht den Unsichtbaren sichtbar. Surfscope. Ah, okay. So, dann werden wir uns aber kurz schnell Hand wieder heilen gehen. Letzte Folge ist ein bisschen wieder ein bisschen länger geworden. Ja, ein bisschen eineinhalb Minuten oder so. Aber macht ja nichts, solange ich noch über 15 Minuten aufnehmen kann. So, da haben wir ein kleines Mädchen. Ich sah, wie die Mutter meiner Jungen eines jungen Kakosso vergeblich versucht, den Team Rocket zu entkommen. Aha, ist Team Rocket etwa hier? Du wirst uns fragen, Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Aber trotzdem darf man sie nicht jagen. Das Team Rocket wird für Gold alles tun. Aber doch nicht für Pokémon Gold, oder? Ah, fällt mir ein. Hallo Baum, wie geht es dir heute? Stimmt, wir haben uns noch nie getroffen, aber trotzdem. Bekommst du ein bisschen Wasser? Hallo Schwester. Willkommen im Gießkannenclub. Dieser Bereich ist für dich reserviert, um Gießkannen für die Bäume zu haben. Willst du eine Gießkanne haben? Klar doch. Danke. So. Nein, mit rausnehmen will ich's nicht. So. Jawohl. Oh, du bist schon fertig mit Gießen. Ah, vielen Dank. Das muss ich jetzt irgendwann machen. Klar, mach ich doch gern. Also, bis dann. Ciao. So, Psyche braucht Michael. Ah, verfällt mir gerade ein. Items. Und gleich mal ablegen, was wir nicht brauchen. Und zwar werden wir Top-Ether ablegen. Und unser Psyche werden wir ablegen. So, und ich brauche immer noch ein Pokémon. Karate-Kit brauchen wir nicht. Wo haben wir es denn? Bestäuber! Mitnehmen! Den brauche ich für Zerschneider, falls ich Zerschneider brauche. So, dann... Was gießt hier so ab? Okay, da geht es anscheinend weiter. Na, fragen wir den zuerst einmal. Hallo! Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Was hat Team Rocket getötet, oder wie? Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Die Pokémon-Turm werden anders gehalten. Aha. So, hallo. Nido. Böse Vögel ist nicht zu Hause, wohin das gegangen sein mag. Das weiß ich nicht. Eton. Das hier ist Mr. Fuchs Herr. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um aufgesetzte und bereiste Pokémon. Aha. Was ist also Mr. Fuchi? Mr. Fukushima. Lavandia, die edle violette Stadt. Also ich sehe nur grau. Lavandia, Pokémon Haus. Was haben wir hier? Ich hasse Team Rocket furchtbar. Team Rocket, die arme Mutter des Chocosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Oh nee. So, wer bist du? Hallo, ich bin offizieller Namenbewerter. Soll ich deinen Spitznamen und deinen Pokémon bewerten? Klar, von welchem Pokémon soll ich den Spitznamen bewerten? Tompire. Der Spitzname ist Tompire, oder? Ein schöner Name. Gefällt er dir noch immer? Oder möchtest du ihn ändern? Ich ändere doch nicht meine Spitznamen. So, was sagst du denn zu meinem... Dickdarm? Ein schöner Name. Immer nur ein schöner Name. Ha, zu dir komme ich nimmer, dir gefallen meine Spitznamen nicht. Oh, ein Markt.
Hallo! Superbälle! Ja, belieber! Endlich! So, Supertränke kaufen wir gleich mal 10 Stück. Superbälle kaufen wir mal. Ah, auch so 10 Stück. Und Belieber kann man auch immer brauchen. Nehmen wir gleich mal 3. So, und sonst brauche ich eigentlich nichts dabei. Habe ich mit dir schon gequasselt? Ja, mit dir habe ich nicht gequasselt. Glaubst du an Geister? Echt? Hätte ich nie gedacht. Klar glaube ich an Geister. Lavandia, das haben wir schon gelesen. Was haben wir hier? Mögen die Seelen der Pokémon in Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Ruhe den Frieden. In Ewigkeit Amen. So. Schauen wir mal da hinein. Was ist denn hier? Ich bin Traitor für Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Was ist hier? Team Rocket wurde zum Andenken an verherrliche Pokémon errichtet. Was? Team Rocket? Ja klar, jetzt ist es schon Team Rocket. Was ist hier? Hey! Hier's! Hallo? Hier's? Ah, ihr Bernie! Was machst denn du da? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird's anders ausschauen. Was machst denn du hier, Hirs? Ja, weißt, ich wollte mal die Pokémon anschauen, was da so los ist. Tauboga auf Level 25. Oh, du hast trainiert. Seglor, immer doch. So. Aber gegen meinen Dickdarm hast du nichts auszusetzen. Das kennst du, glaube ich, noch nicht. Na, Dickdarm? Kann ich, glaube ich, jetzt nicht sagen, ob ich schon kenne. Ja, ich glaube nicht, dass du es kennst. Aber für Tweety brauchen wir... Wir nehmen den Pikachu. Sandwirbel. Sag mal, Hirs. Was hast du denn in der letzten Zeit getrieben? Du warst eigentlich nicht recht viel. Ja, was heißt das? Was heißt nicht recht viel? Hallo, Pikachu. Was ist denn los mit dir? Willst du nicht kämpfen, oder wie schaut das aus? Ja, wenn das so ist, wenn du nicht kämpfen willst, dann setz mal den anders ein. Ja, ich hab einen Orden gewonnen. Einen Orden hast du gewonnen? Wo? Ja, wo war das nochmal schnell? Orania City. Ja, genau, da holen wir. So, so ist es. Na dann. Oh. Aber du scheinst ziemlich stark geworden zu sein. Ich habe schon Mühe mit einem Pokémon. Sehr klar, hab gut trainiert. Ja dann. Oh oh, seit wann hast du ein Garados? Wow, 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 wow. Gleich mal Supertrank einsetzen. Dass ich wieder voll geheilt bin. Seit wann hast du das? Ja, ich hab mein Körper da in dem... Was? Donnerschock, Pikachu. Das wird's, glaube ich, nicht ganz packen. Oh, nee. Verdammt! Tweety? Windstoß! Oh Mann, eigentlich hätte ich es einschläfern sollen. Naja, das eine besiegt jetzt auch noch schnell. Hydropumpe! Nein! Wow, 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 Ruckzuckhieb. Das geht aber nicht. Oh mein Gott.
Fukano. Für Fukano habe ich was Gutes. Fukano! Blubstrahl. Ja, geh mir Fukano sicher nichts zu sagen, oder? Ja, schon. Siehst du, ist schon platt. Kadabra. Ach, Psycho. Psycho-Dickdarm vielleicht? Bin mir nicht ganz sicher. Heute kämpfe ich gar nicht taktisch, ich weiß. Aber Schaufler hat es trotzdem gerichtet. Oh, und Bisa-Knosp. Bisa-Knosp. Bisa-Knosp ist sicher ein harter Brocken. Ein Level 25, nur. Ja, machen wir trotzdem Schlafpuder. Sag keine Wirkung. Schlafpuder hat keine Wirkung. Stachelspore. Wenigstens das. Aber du hast sehr gut trainiert, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Du hast aber auch gut trainiert, Bernie. Aha. Bist du dir sicher, oder? Glaubst du schon? Sehr klar. Na dann. Aber du bist trotzdem, Bisa-Knosp ist trotzdem weg. Oh, shit. Bisa-Knosp, belieber, los. Shit, ich hab kein Pokémon mehr. Was? Du bist auch heute Nuss. Ich bin so ein bisschen zu locker angegangen. Ja, das glaube ich auch. Wie macht sie den Pokédex, Kumpel? Ich hab kürzlich ein Dragozu gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knocker. Ich glaube, von dem Pokémon gibt's nur noch wenige. Also. Ich hab viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später dann. Oh Mann, der Hirs. So, jetzt gehen wir aber schnell ins Pokémon Center. Und mir fällt gerade ein, wieso bin ich durch den Festhund und nicht mit dem Fahrrad gefahren? Nur gut. Hallo Schwester Joy. Heile mich bitte von der Leidenschaft, die mich so schafft. So, hier's. Mann. Der hat vielleicht trainiert. So, jetzt schauen wir mal kurz schnell auf die Karte. Auf die Karte, habe ich gesagt. So, Kraftwerk. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Azura City. Route 6, Orania City. Jetzt bin ich hier in Lavandia. Saffronia City, kann ich da überhaupt hin? Weiß nicht genau. Wenn ich da jetzt rübergehe, bin ich, komme nach Saffronia City, glaube ich, oder? Oh Mann, ich wollte der Trainerin ausweichen. Welche Pokémon ist süß? Pummelig und Knuffel. Pummeluff. Nein, falsch. Pipi. Oh Mann, ich war fast dran. So, soll ich jetzt da schon rübergehen? Ich glaube, es bringt mir nichts, wenn ich da rübergehe. Oder soll ich zuerst runter? Und noch ein Pipi. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal gleich nach dem Kampf einen Cut machen. Oder wir schauen zuerst noch, wie weit wir kommen. Yes, Dickdarm, du hast rein. Und er reicht sogar Level 24. Und er lernt Sandwirbel auf Level 24. Hör auf! Sei nicht so gemein zu Pipi. Habe gar nichts getan. So, wie weit kommen wir? Das sind so vier kleine Göhren.
Was haben wir denn hier Schönes? Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat ein riesiges Auswahl. Ah, soll ich etwa nach Prismania City gehen? Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Leute, bis dann, haut rein und ciao, ciao.